Mit diesem Kopftuch kannst du keine Richterin sein. Die muss ich einfach widersprechen, weil kein Mensch ist neutral. Du wirfst mir das jetzt gerade vor, das ist ja nichts, was ich, wo ich sage, aber das ist deine der kleine Nazi, der darf Lehrer werden. Du unterstützt das. Cola, ich verstehe halt einfach die Flüssigkeit deiner Argumentation. Ich glaube nicht, das ist das Problem. Hier haben wir eine religiöse Person und hier haben wir einen Mensch, der mit Religion nicht so viel anfangen kann. Was denkt ihr, wenn ihr auf der Straße eine Frau mit Kopftuch seht? Denkt ihr dann, oh mein Gott, die Arme, die wird wahrscheinlich gezwungen dazu und will das eigentlich gar nicht? Oder geht ihr einfach weiter und denkt euch eigentlich nichts weiter dabei? Viele Menschen in Deutschland sind der Meinung, dass das Kopftuch ein Symbol der Unterdrückung ist. Und für sie können Frauen, die eins tragen, keine Feministin sein. Aber ist das wirklich so? Kopftuch und Feminismus, ist das ein Widerspruch? Die Frage möchte ich heute gerne diskutieren mit meinen beiden Gästen. Zu meiner Linken begrüße ich Merve Kayıkçı, sie ist Journalistin. Und zu meiner Rechten habe ich ebenfalls eine Journalistin, Pola Natusius. Schön, dass ihr da seid. Merve, dann würde ich bei dir anfangen. Du bist Journalistin, hast einen Blog seit ein paar Jahren, Prima Muslima, wo du dich auch mit muslimischem Leben in Deutschland auseinandersetzt und jetzt seit kurzem auch noch einen Podcast, beziehungsweise jetzt seit ein paar Monaten, glaube ich, Masha'Allah. Warum machst du das? Ich glaube, ich mache das, weil ich so ein bisschen den Glauben daran habe, dass es etwas in der Gesellschaft verändern kann. Und jedes Mal, wenn ich so etwas die Hoffnung verliere, weil ich schon die nächste Schlagzeile sehe, schon wieder irgendwie Kopftuchverbot oder man soll Kinder nicht in der Schule fasten lassen oder so, was wieder so ein ausgrenzende Themen sind oder die muslimische Gesellschaft so ein bisschen rausdrängen aus der Allgemeingesellschaft, sage ich jetzt mal, kommt wieder irgendjemand und sagt, hey, damals habe ich deinen Artikel gelesen oder deinen Blog-Eintrag gelesen oder ich habe dich irgendwo im Fernsehen gesehen und das hat mich zum Nachdenken gebracht oder durch dich habe ich nochmal drüber nachgedacht und habe meine Position verändert und das gibt mir so immer wieder Motivation weiterzumachen und so viele Menschen wie möglich davon zu überzeugen, dass hier in Deutschland ein friedliches und schönes Zusammenleben möglich sein wird. Pola, du bist ja auch Journalistin und hast auch einen Podcast, das ja. F-Wort, das sich auch mit einem Thema auseinandersetzt, das im Netz durchaus Emotionen hervorbringt, sag ich mal. Warum machst du das und warum ist es heutzutage immer noch wichtig, dass wir dieses Thema behandeln? Also das Thema Feminismus, worüber wir sprechen in unserem Podcast, ist noch sehr, sehr aktuell, weil man vielleicht meinen könnte, auf dem Papier sind Frauen, Männer und alle anderen Geschlechter gleichberechtigt, aber de facto merken wir halt immer wieder, also gerade insbesondere wir Frauen, dass wir nicht gleichberechtigt sind, dass wir halt darauf achten, wenn wir abends nach einer Party nach Hause gehen, dass alle Freundinnen sich schreiben, bist du gut nach Hause gekommen, wir haben den Schlüssel in der Hand, um uns gegebenenfalls irgendwie wehren zu können. Wir erleben Sexismus bei der Arbeit, diverse Diskriminierungen, Probleme in Partnerschaften, dass am Ende dann doch immer wieder die Frau, was weiß ich, die Wäsche macht und die Spülmaschine ausräumt und so, sich ums Kind kümmert. Und das sind Dinge, die noch total aktuell sind und gleichzeitig hat Feminismus so ein bisschen ein verstaubtes Image bei vielen und das wollen wir quasi zeigen, dass das nicht so sein muss. Wir vereinen beide Themen, und zwar Feminismus und Kopftuch-Islam in Deutschland. Und deswegen würde ich sagen, wir kommen zum ersten Statement. Das Statement lautet, das Kopftuch ist ein Symbol der Unterdrückung. Sehr viele Menschen in Deutschland, auch bekannte Feministinnen, die der Meinung sind, das Kopftuch ist eben ein Symbol der Unterdrückung. Jetzt gerade vor kurzem in der Zeit, Ali Schwarzer, von der ich ja gelesen habe, dass du mal Fan warst oder immer noch bist, kannst du ja gleich erklären, dass die das auch so sieht. Was sagst du dazu? Also ich würde mich jetzt nicht als Ali Schwarzer Fan bezeichnen. Ich bin tatsächlich mit der Emma aufgewachsen, weil meine Mutter die gelesen hat und das war das erste Mal, dass ich mit Feminismus in Berührung gekommen bin. Das ist allerdings jetzt auch gute 15 Jahre Minimum her und Alice Schwarzer hat zwar sehr viel für die Frauenbewegung in Deutschland getan, aber ich glaube inzwischen einfach ihren Zenit überschritten und ja, also mit so einer Aussage, das Kopftuch ist Unterdrückung, kann ich einfach nicht so viel anfangen, weil es für mich zu pauschalisierend ist. Und wie wäre es denn weniger pauschal, so dass du was damit anfangen könntest? Es kann als Unterdrückungsmoment gebraucht werden, aber ich glaube, ja. Also ich glaube, du hattest ja mal die Position, dass das Kopftuch nicht ein Zeichen der Emanzipation sein kann. Und
Ich finde es schwierig, wenn, also es gibt viele Feministinnen, die das so sehen, und ich finde es schwierig, wenn die das so sagen. Vor allem, wenn sie sagen, sie sind Alice Schwarzer Fans oder wenn es Alice Schwarzer selber sagt. Weil ich habe ehrlich gesagt eigentlich im Grunde kein Problem mit Alice Schwarzer. Ich war sogar selber mal tatsächlich auch Fan von ihr, weil ich auch ein bisschen finde, dass ich wie Alice Schwarzer bin. Weil okay, zu ihrer, mal, was meinst du damit? Also zu ihrer Zeit, als sie angefangen hat, feministische Aussagen zu verteidigen und zu verbreiten und in die breite Masse zu tragen, waren ihre Aussagen noch total neu und sie hatte nicht eine breite Masse hinter sich, die ihr zugestimmt haben. Also zum Beispiel, wenn es um Abtreibung ging oder so, war sie halt eine Vordenkerin, sie hat sehr viel für Frauenrechte getan in Deutschland. Sie war für viele Frauen auch ein Vorbild. Und ich denke, das, was sie damals gemacht hat, mache ich heute eigentlich. Weil ich würde sagen, meine Position ist jetzt auch nicht die Meinung der breiten Masse. Sonst würde es solche Debatten nicht geben, dass man keine Ärztin oder keine Lehrerin haben möchte, die Kopftuch trägt. Oder dass man nicht will, dass die Kinder im Kindergarten erzogen werden von jemandem, der Kopftuch trägt. Oder dass im Schwimmbad niemand Burka tragen soll. Und genau die Massen von Menschen, gegen die ich ankämpfe und das Gedankengut und das Verständnis von Feminismus, das ich habe, ist eigentlich gleich mit dem, was sie hatte. Ich denke halt nur, dass nicht sie sich verändert hat, sondern dass die Zeit sich ein bisschen verändert hat und dass jetzt die Leute andere Herausforderungen haben und vor allem, dass auch die Frauen, die gerade in Deutschland leben, andere Herausforderungen haben, weil wir haben in Deutschland jetzt auch Leute mit anderen Bedürfnissen und anderen Hintergründen und Sorgen wie vor 30 Jahren vielleicht. Und ich denke halt, dass ich deren Interessen vertrete. Aber da würde ich ja dir ehrlich gesagt total zustimmen. Also das ist ehrlich gesagt auch meine Sicht auf Alice Schwarzer. Das meine ich damit, wenn ich sage, sie hat sozusagen, oder ihr Zenit ist sozusagen überschritten. Sie war einfach in der Zeit, so 60er, 70er Jahre, total wichtig. Und jetzt ist sie, kann man vielleicht nicht mehr sagen, so auf der Höhe der Debatte sozusagen. Und diskutiert vielleicht nicht unbedingt das, was jetzt auch für junge Frauen gerade aktuell und wichtig ist. Jetzt kommen wir mal, wenn es okay ist, ein bisschen weg wieder von Alice Schwarzer, zurück zu unserem Thema. Genau, du hattest ja mal gesagt, dass für dich das Kopftuch sei, was der Zauberhut für Harry Potter ist. Kannst du einmal erklären, was du damit meintest? Und kannst du verstehen, dass andere Menschen im Land das nicht ganz so locker sehen? Wo habe ich das nochmal gesagt? Das war in einem Interview. Ich habe jetzt nicht genau das Interview, aber du hast es definitiv in einem Interview, wurdest du so zitiert. Ich sage viele Sachen, wenn der Tag lang ist. Manchmal erinnere ich mich an meine eigenen Zitate nicht mehr. Ist schon ein bisschen her, 2-3 Jahre. Ist ja, wahrscheinlich habe ich damit gemeint, dass das Kopftuch mir einfach auch immer wieder mich daran erinnert, wo ich eigentlich hingehöre. Mhm. Also ich kann mich jetzt an das genaue Zitat nicht erinnern, aber für mich ist das Kopftuch immer wieder etwas, was wie Yoga oder wie Singen oder so für andere Menschen ist, etwas, was mich wieder auf den Boden holt und wieder mir sozusagen zeigt, was eigentlich das ist, was etwas bedeutet und warum ich eigentlich hier bin und was ich eigentlich will. So, einmal zur Transparenz auch für unsere Zuschauer. Ihr zwei hattet ja schon mal eine Auseinandersetzung, was dieses Thema hier betrifft. Könnt ihr noch einmal kurz erklären, ist mir auch, also wer möchte, was der Anlass dieses Streits oder dieser Diskussion war und wie ihr dann letztendlich verblieben seid? Ich würde gar nicht sagen, dass das ein Streit war. Also, ich habe es nicht als Streit empfunden. Dann erzähl du zuerst deine Version und dann. Ja, ich habe es nicht als Streit empfunden, ich habe es als eine intensive Diskussion empfunden. Aber also, ich finde, bei Streit ist immer so ein bisschen eine Bösartigkeit. Und wir hatten zwar Meinungsverschiedenheiten, aber so für mich war es eine intensive Diskussion. Das kam, weil wir Merve unter anderem im Podcast vorgestellt haben, als Instagrammerin sozusagen, damit Leute ihr folgen können und ihren Horizont erweitern können. Und dann hat Merve einen alten Tweet, von dem ich ehrlich gesagt nach wie vor nicht weiß, von wann er ist, aber irgendwie älter, gefunden, in dem ich irgendwie geschrieben habe, dass ich Barbies, das war zu der Zeit, als diese Barbie mit Kopftuch rauskam, dass ich das irgendwie nicht für empowernd halte. Das ist heute nicht mehr meine Haltung dazu. Und sie hat mir dann aber auf Instagram geschrieben, hat halt gefragt, was hat es denn damit auf sich? Das heißt, als sie dir geschrieben hat, war das schon nicht mehr dein Standpunkt? Nee,
Das war jetzt vor, keine Ahnung, 2 Monaten. Ja. So. Und dann fing halt eben eine Diskussion an, wie mein Standpunkt dazu jetzt ist, wie sie meinen Standpunkt empfindet, wie ihr Standpunkt ist. Und wir haben uns da über mehrere Wochen auf Instagram auch teilweise in so Sprachnachrichten drüber ausgetauscht, was ich super interessant und toll fand, weil wir uns tatsächlich nur einmal vorher ganz kurz getroffen hatten auf der Republika. Nicht mal auf einer Afterparty. Ich wollte es ein bisschen professioneller klingen lassen, aber ja. Und dann haben wir halt diese Diskussion geführt über Instagram und ich fand das total bereichernd und toll, dass man sich da oder dass wir beide uns da inhaltlich so auseinandergesetzt haben und sie nicht einfach dachte, was schreibt die doofe Kuh da, die ist ja total blöd, sondern wir sind halt in den Diskurs gegangen. Also ich muss sagen, ich habe das ganz anders empfunden. Ich glaube, weil für mich ist es auch nochmal ein emotionaleres Thema, weil ich ja direkt davon betroffen bin, ein Kopftuch zu tragen. Und als ich das gesehen habe, diesen Tweet, habe ich mich erstmal richtig verraten gefühlt. Also ich gestehe das jedem zu, seine eigene Meinung zu haben. Ich kann auch verstehen, dass es Kopftuchgegner gibt und höre mir ihre Argumente gerne an und will jetzt nicht, dass sie irgendwie alle umgebracht werden oder so. Aber ja, also ich habe halt dich vorher als Feministin wahrgenommen, als junge Feministin, als diese neue Generation des Feminismus, der intersektionalen Feminismus ist. Und als ich das gesehen habe, dachte ich dann so, hä, aber ich dachte, wenigstens die gehören zu mir, wenigstens die unterstützen mich aber und sind auf meiner Seite. Nicht mehr, oder würdest du jetzt nicht mehr sagen, dass ich Feministin bin? Doch, nee, also ich würde, also nachdem wir uns ausgetauscht haben, war das ja was anderes, aber für mich war das so erstmal, es ist anscheinend nicht selbstverständlich, dass jemand, der jung ist, hier in Deutschland aufgewachsen ist und vielleicht auch Leute mit Migrationshintergrund in der Schulklasse hatte oder so und offen ist und mit dem man sich gut versteht, dass der automatisch auch versteht, dass ein Kopftuch einfach auch nicht mehr schlimmer ist als ein Tattoo oder so. Und würdest du denn zustimmen? Also es gibt ja oft dann den Hinweis, dass ja, es gibt Frauen, die machen das freiwillig, weil sie das gerne möchten und weil sie es wie du als Yoga empfinden oder ähnliches. Aber es gibt halt eben auch sehr, sehr viele Frauen, die das nicht freiwillig machen. Also was würdest du solchen Leuten denn entgegnen? Es gibt auch sehr viele Frauen, die zum Beispiel nicht freiwillig Sex haben oder nicht freiwillig Prostituierte sind oder nicht freiwillig Mutter sind. Oder mit ihrem Ehemann zusammen sind. Ja, genau. Oder nicht freiwillig in ihrem Job sind, aber keine andere Wahl haben. Ich finde das nicht gut. Und genauso wie ich dagegen bin, dass jemand dazu gezwungen wird, Überstunden zu machen, bin ich auch dagegen, dass jemand dazu gezwungen wird, Kopftuch zu tragen. Aber ich finde nicht, dass das Kopftuch zu etwas Schlechtem macht. Ich finde halt, das sind irgendwie auch zwei verschiedene Dinge. Also das halt so pauschal immer in einen Topf zu werfen, so man hat das Kopftuch und dann spricht man jetzt zum Beispiel über Empowerment bei Frauen mit Kopftuch und dann sofort zu sagen, ja, aber da gibt es noch die Unterdrückung. Das ist eine super wichtige Debatte, finde ich. Gerade auch, wenn wir zum Beispiel in den Iran schauen, wo Frauen ganz hart dafür kämpfen, dass sie das Kopftuch nicht mehr tragen müssen. Das ist eine ganz wichtige Debatte, aber das so pauschal in eine Debatte zu schmeißen, das finde ich ist auch nicht so richtig zielführend. Was mich halt sehr überrascht hat, war vor allem, dass du erstmal überzeugt werden musstest von dieser Sichtweise und dass du nicht von alleine mit deiner eigenen mit deinen Erfahrungswerten und deiner Denkleistung sozusagen dahin gekommen bist. Wobei ist. Ich allerdings auch sagen muss, wenn du sagst, so in der Schule und so weiter, da muss man dazu sagen, ich war auf einer katholischen Mädchenschule, da war weder mit Migrationshintergrund noch mit Kopftuch viel Darauf los. Darauf wollte ich auch also, hinaus. Du hast ja nur mal gesagt, dass du absolut keinen Glauben in dir trägst. Ist das auch so ein Punkt, warum du mit dem Kopftuch nichts anfangen kannst, weil du denkst, ich lasse mir doch von der Religion nicht vorschreiben, was ich anziehe? Das ist nicht mal der Gedanke dahinter für mich, sondern ich setze quasi noch früher an, ich verstehe den Glauben an Gott, also so, das ist why, so, das ist einfach was für mich, was, wo ich zwar sagen kann, andere Leute können es machen und können an Gott glauben und weiß ich nicht, alles Mögliche, ne? Aber das ist einfach mir, für mich, für mein persönliches Leben total fremd. Ich kann grundsätzlich dann nachvollziehen, wenn mir zum Beispiel eine Frau sagt, hatten wir auch eine im Podcast, das ist für mich ein Ausdruck meiner Religionszugehörigkeit beispielsweise oder das ist für mich ein Zeichen für Demut vor Gott. Okay, ich würde es halt selber nicht machen. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du zum Beispiel, ich habe es ja in der Anmoderation einmal gesagt, wenn du eine Frau mit Kopftuch auf der Straße siehst, die du nicht kennst, was denkst du dann? Nichts. Also, ich
wohne in Frankfurt, dann würde ich sehr viel denken. Wie ist das so bei dir? So machst du viele negative Erfahrungen? Hat das zugenommen in letzter Zeit? Mit Leuten, die mich sehen? Ja. Also bei mir gibt es so diese zwei Arten. Wenn Leute mich sehen, die mich kennen, sind sie immer total offen und freundlich und lieb. Und, warum sagst du das gerade so? Nimmst du, kaufst du denen das nicht ab? Oder? Doch, ich kaufe das denen schon ab. Ich frage mich halt nur, ob die dann nur zu mir so sind, weil sie mich kennen, oder ob sie auch zu anderen Kopftuchträgerinnen nett sind. Weil ich würde halt am liebsten wollen, dass sie zu allen Leuten nett sind. Also nicht nur zu Kopftuchträgerinnen, sondern auch zu Menschen, die chinesisch aussehen oder keine Ahnung. Ich will jetzt nicht Kopftuch mit irgendwas anderem gleichstellen, aber ich wünsche mir halt, dass Leute einfach von sich aus einfach offen sind. Und ich merke halt, dass es nicht so ist, wenn ich zum Beispiel in eine Bahn gehe oder zum Bäcker gehe oder an der Uni bin neu oder so und dann merke, dass Leute, die mich nicht kennen und die nicht schon wissen, dass ich schreibe und dass ich hier geboren bin und dass ich hier arbeite und so weiter, dass die mich anders behandeln als andere. Schon, dass sie halt mir unterstellen, ich könnte halt nicht fehlerfrei Deutsch schreiben oder so. Oder dass ich halt einfach von vornherein so auf Ablehnung stoße, zeigt mir halt, dass das Kopftuch schon auch so eine Art Freifahrtschein ist für Menschen, zu sagen, ich lehne das jetzt irgendwie ab oder sie ist nicht gut von der Qualität her. Ich habe das Gefühl, die Leute tun immer so, als ob Menschen, die Kopftuch tragen, irgendwie da Messer drunter verstecken oder dass wir irgendwie irgendjemandem was antun. Selbst wenn ich unterdrückt werden würde oder selbst wenn ich es unfreiwillig tue, hat das ja nur was mit mir zu tun. Wenn sich Leute ritzen, müsste ich ja auch niemand ein. Ehrlich gesagt, das finde ich nicht, dass es dann, wenn jemand unterdrückt wird, also ne, wenn ich halt zum Beispiel mitbekomme, keine Ahnung, meine Nachbarin wird von ihrem Mann geschlagen, dann geht es nicht nur sie was an, dann geht es auch mich was schlagen an. Schlagen und Kopftuch tragen also, sind ne, zwei unterschiedliche ja, Sachen. Oder, ne? Also, oder keine Ahnung, oder das ist eine toxische Beziehung. Und auch in bis meinem sie sagt, ich möchte aber bei meinem Mann bleiben und es geht dich nichts an. Das, ja, aber trotzdem würde ich dir widersprechen zu sagen, wenn eine Frau unterdrückt wird, geht es erstmal nur sie was an. Also das fände ich sogar sehr gefährlich, weil wenn man das, was weiß ich, im Freundinnenkreis mitbekommt oder in der Nachbarschaft, sage ich mal, dann finde ich, muss mich das was angehen. Dann muss ich dieser Frau Hilfe anbieten. Wenn die dann sagt, du, alles cool, ich finde es super, ich bleib hier. So, dann hat sie eine selbstbestimmte Entscheidung getroffen. Aber Da gehe ich nicht mit. Nee. Ich finde, es ist halt eine Scheindebatte, wenn man über das Kopftuch diskutiert, weil ich finde, es ist eher wie so ein Freifahrtschein für Menschen, ihren Rassismus irgendwie zeigen zu können. Weil wenn man wirklich den Frauen helfen wollen würde und wollen würde, dass sie nicht unterdrückt werden, wenn man sich um sie sorgt und denkt, dass sie unterdrückt werden, würde man ihnen Mittel geben und helfen, auf den eigenen Beinen zu stehen. Und wenn eine kopftuchtragende Frau, die studiert hat, die es geschafft hat, wenn sie so unterdrückt ist, ihre Familie davon zu überzeugen, dass sie studieren muss und so weiter, keinen Job findet. Wenn eine Medizinerin oder eine Lehrerin oder eine Anwältin keinen Job findet, weil sie Kopftuch trägt, mit der Begründung, sie wird unterdrückt oder sie ist nicht emanzipiert oder man sorgt sich, dass sie nicht richtig integriert ist. Wie soll sie sich dann emanzipieren, wenn sie nicht finanziell auf den eigenen Beinen stehen kann, wenn sie sich nicht von ihrer Familie abnaben kann, wenn sie nicht, also ich meine, der erste Schritt zur Emanzipation oder selbstbewusst sein zu können oder nicht unterdrückt zu werden, ist doch erstmal Bildung und dann Arbeit. Also selbst für sich sorgen zu können. Und genau das wird den Frauen halt nicht ermöglicht, die Kopftuch tragen. Also ich sage nicht überall, aber kopftuchtragende Frauen haben schon sehr schwierig in der Karrierelaufbahn, auch das Vertrauen von Arbeitgebern zu gewinnen. Wir sind ja alle viel im Netz unterwegs. Ihr seid auch beide auf Twitter, auf Instagram und oft sieht man da so deutsche Männer, sage ich jetzt mal, die im Namen der Frauenrechte gegen das Kopftuch so angehen auf Twitter. Und da frage ich mich persönlich, ich bin auch Moslem, dazu kann ich gleich nochmal was sagen. Ich frage mich dann persönlich immer, ob denen das, wie du schon das angedeutet hast, ob es denen wirklich um Frauenrechte dann geht oder ob es nicht tatsächlich so ist, dass die ihren Dampf ablassen wollen. Wie empfindest du das? Ich bezweifle, dass es denen um Frauenrechte geht. Also das, was ich so an weißer männlicher Klientel auf Twitter mitbekomme, geht es relativ wenigen da um Frauenrechte, völlig egal, ob es um muslimische, jüdische, atheistische oder sonst irgendwelche Frauen geht. Ja. Also aber würdest du dir dann ein Stück weit auch recht geben, dass das Kopftuch auch so ein bisschen ein Ventil für die Gesellschaft ist? Absolut, natürlich. Also das ist, ich will dir auch diese Erfahrung oder das, was du da beschreibst, überhaupt gar nicht absprechen. Ich glaube, du hast da jetzt ein bisschen einen Sprung gemacht sozusagen von der Unterdrückung, die man so direkt mitbekommt. Da haben wir vielleicht auch von unterschiedlichen Arten von Unterdrückung gesprochen, hin zu Karrierechancen.
Ich bin absolut dafür, dass Frauen unterstützt werden, gerade auch beruflich ihren eigenen Weg zu gehen. Ich finde aber, dass wenn es ums Kopftuch geht, nicht die, wenn wir darüber sprechen, was weiß ich, dass Frauen Richterin werden wollen oder Lehrerin, dass nicht die Begründung sein darf, die ist nicht empowered oder die ist irgendwie unterdrückt oder so. Das würde ich absolut nicht gelten lassen, weil das ist sexistisch und rassistisch. Womit ich aber ehrlich gesagt ein Problem habe, und da sind wir wahrscheinlich einfach auch auf unterschiedlichen Ebenen, sage ich mal, unterwegs, weil natürlich du bist betroffen, ist, wenn wir über sowas sprechen wie Richterin, dann ist das für mich eine Repräsentantin des Staates. Will ich gar nicht unterbrechen, aber dazu kommen wir gleich noch. Zu dem Thema kommen wir gleich noch. Okay, gut. Dann machen wir das doch einfach, oder? Kommen wir zum zweiten Statement. Und das nächste Statement lautet: Frauen, die im öffentlichen Dienst arbeiten, dürfen kein Kopftuch tragen. Entschuldige ich mich erstmal noch für die Unterbrechung und du darfst weitermachen. Warum setzt du dich auf diese Seite? Weil, und auch da würde ich gerne wieder an dieses Statement anfügen, Menschen, die religiöse Symbole tragen, finde ich, sollten in staatlichen Jobs, nenne ich jetzt mal, diese nicht tragen. Das heißt, wenn ein Christ ein Kreuz an der Kette tragen würde? Nein. Nee. Warum? Weil ich es ganz wichtig finde, dass Staat und Religion oder Glaube ganz strikt getrennt sind. Und dazu gehört eben für mich, dass kein Kreuz an der Wand hängt. Und ich hatte das sehr viele Jahre lang in meiner Schule. Und eben auch sonst keine religiösen Symbole da Platz haben, weil das, denke ich, ein Mittel ist, da zumindest so ein bisschen für eine Neutralität zu sorgen. Und die finde ich, wenn es um Rechtsstaatlichkeit oder um Staatlichkeit geht, sehr, sehr wichtig. Also du glaubst, dass absolute Neutralität herrscht in öffentlichen... Nee, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass das ein Baustein sein kann. Ich glaube, du kannst nie absolute Neutralität herstellen. Du kannst nie ein absolutes Gleichgewicht von irgendwas herstellen. So illusorisch bin ich da nicht, aber ich glaube, dass das ein Baustein ist, der quasi ein Schritt dahin sein kann. Ich glaube, damit verwehrst du einfach Menschen den Zutritt in Bereiche, in die sie eigentlich natürlicherweise einen Zutritt haben sollten, weil diese Menschen, die in solchen Bereichen sind, ja auch eine Auswirkung haben auf den Teil der Bevölkerung, der davon betroffen ist. Also wenn ich Kopftuch trage, kann ich auch nicht sagen, ich möchte nur von Kopftuch tragenden Richtern gerichtet werden oder ich möchte nur von einem Kopftuch tragenden Polizisten einen Zettel haben. Wenn du in dem Beruf bist, wenn du für den Staat arbeitest und in einem hoheitlichen Beruf, ausübst, dann gehört es ja zu deinem Beruf dazu, dass du Neutralität herstellen sollst oder dass du zumindest versuchen sollst, alle Menschen neutral zu behandeln, weil du für den Staat auftrittst. Und wenn ein Stück Stoff dich daran hindert, das zu tun, dann kann das genauso gut auch jede andere Sache machen. Also dann könntest du genauso gut auch sagen, Frauen können nicht neutral sein gegenüber Männern. Oder Leute mit kurzen Haaren können nicht neutral sein gegenüber Menschen mit langen Haaren. Und außerdem denke ich auch... Nee, da muss ich dir widersprechen, weil das Kopftuch trägst du ja freiwillig, aber du hast dir nicht ausgesucht, ob du eine Frau bist oder ob du Haare hast oder nicht. Aber so. Eine transsexuelle Frau hat sich ausgesucht, eine Frau zu sein. Nein. Doch, weil sie lässt sich ja dann, also sie entscheidet ja dann... Würde ich dir auch widersprechen, eine transsexuelle Frau ist im falschen Körper geboren worden und hat dann irgendwann dafür gekämpft, in dem Körper leben zu können, in dem sie gerne leben möchte. Aber nach deiner Argumentation könnte sie nicht neutral sein gegenüber Männern, weil sie freiwillig entschieden hat, eine Frau zu sein. Hat sie nicht freiwillig entschieden. Aber niemand hat sie dazu gezwungen, oder? Genauso wie mich niemand dazu zwingt, einen Kopftuch zu tragen. Nee, da würde ich dir widersprechen. Was ist denn die konkrete Angst? Also warum, wovor hast du Angst bei religiösen Symbolen? Also was könnte mit den Menschen passieren, die zum Beispiel in der Schule mit einer Lehrerin konfrontiert sind, Schüler, die ein Kopftuch trägt? Ich finde die Frage ehrlich gesagt zu moralisch, weil ich habe keine Angst. Okay. Sondern für mich ist das eine Debatte, die man ehrlich gesagt, weil es um was Gesellschaftliches geht, unter anderem auch auf einer Metaebene führen muss. Mhm. Und da kommt vielleicht in mir ein bisschen die Politikwissenschaftlerin, die ich auch bin, heraus.
Da geht es nicht darum, dass ich persönlich Angst vor irgendwas habe, sondern darum, dass ich es eben wichtig finde, wie gesagt, dass Religion und Staat getrennt sind. So. Also erstens stört mich daran, dass du nur Frauen damit ja ausgrenzt, weil Männer müssen kein Kopftuch tragen. Ja, aber also es gibt zum Beispiel Juden, die Kippa tragen, die grenze ich damit aus. Männliche Christen, die Kreuz tragen. Also das heißt, die Frauen sollten dann das Kopftuch während der Ausübung ihres Berufs ablegen? Beispielsweise. Also das ist was. Aber würdest du dann, das interessiert mich nur, würdest du dann auch fordern, dass Kruzifixe jetzt abgehängt werden? Ja. Okay. Ja. Aber darum geht es mir nicht. Also es geht mir eher darum, dass wir einfach eine plurale Gesellschaft sind und dass auch der Staatsapparat diese Pluralität abbilden muss. Und dass unsere Gesellschaft auch immer bunter wird. Und wenn wir anfangen, eine bestimmte Gruppe von Menschen auszugrenzen wegen irgendwelchen äußerlichen Symbolen. Du sagst jetzt, das ist freiwillig, aber für mich ist es nicht freiwillig. Für mich gehört das zu meiner Religionsausübung. Das ist für mich eine Pflicht. Sache, die ich machen muss, nach meiner Auffassung. Und es hindert mich aber nicht daran, neutral zu sein. Weil ich kann das abnehmen und bin immer noch genau der gleiche Mensch, wie ich vorher war. Und es gibt auch Muslime, die kein Kopftuch tragen. Und die sind genauso muslimisch wie ich. Aber ich bin der Meinung, ich muss es tragen. Und das heißt, dass ich niemals im Staatsapparat arbeiten darf oder für einen hoheitlichen Beruf ausüben darf, deiner Meinung nach. Ja. Weil du denkst, dass ich nicht neutral bin. Aber dann geht es ja doch um das Kleidungsstück, oder nicht? Und nicht um die Religion? Ich finde, da gehst du, also ich bin da, glaube ich, einfach, wie gesagt, auf einer anderen Ebene unterwegs. Ich würde das nicht so individuell sozusagen betrachten, sondern ich betrachte das auf der Metaebene. Mhm. Ich sage auch nicht, Frauen dürfen kein Kopftuch tragen, sondern meine Argumentation oder meine Haltung dazu ist, wenn du Kopftuch trägst, dann kannst du aber mit diesem Kopftuch keine Richterin sein. Wenn du Kippa trägst, dann kannst du mit dieser Kippa kein Richter sein, weil das nun mal eine Möglichkeit ist, um da eine gewisse Grundneutralität quasi in den Rechtsstaat reinzubringen. Also es gibt viele Leute, die zum Beispiel solche Berufe ausüben, Polizist sind oder Richter sind oder Lehrer sind, die sich parteipolitisch engagieren, die in einer Burschenschaft tätig sind oder Mitglied sind, die in einem bestimmten Verein Mitglied sind und die werden nicht zur Rechenschaft gezogen, weil sie keine sichtbaren Symbole tragen, aber weil ich mit meinem Kopftuch sichtbar zeige, dass ich Muslimin bin. Bin ich sozusagen von dieser Ausgrenzung betroffen und man sieht mir quasi deiner Meinung nach an, dass ich nicht neutral bin. Dem muss ich einfach widersprechen, weil kein Mensch ist neutral. Also das finde ich ist auch nochmal eine andere Debatte. Wir haben, und ich meine als aus Frankfurt kommende, wir haben Probleme mit unserem Polizeiapparat. Auf jeden Fall haben wir die. Und die müssen gelöst werden. Aber ich finde, es ist halt irgendwie auch zu kurz gegriffen zu sagen, naja, wir haben da an einer Stelle Probleme, deswegen können wir es an anderer Stelle irgendwie nicht angehen. Also mein Wunsch wäre, dass man sich natürlich darum kümmert, dass es keine Rechtsradikalen bei der Polizei gibt, dass es keine Rechtsradikalen gibt, die Richter oder Richterin sind, dass es keine Rechtsradikalen gibt, die Lehrerin oder Lehrer sind. Natürlich, gibt das es wäre aber, mein. Weil du den Leuten einen Zugang öffnest, aber Leuten wie mir nicht. Ja, aber also, das ist ja, also das, du wirfst mir das jetzt gerade vor, das ist ja nichts, was ich, wo ich sage, das ist deine der kleine Nazi, der darf Lehrer werden. Du unterstützt das aber mit dieser Ansicht. Nee, das finde ich wirklich. Aber es gibt Länder, zum Beispiel Großbritannien, alle skandinavischen Länder, Holland zum Beispiel, in denen es erlaubt ist, mit Kopftuch zum Beispiel Polizistin zu sein. Du kannst die Uniform tragen und du hast sogar, kannst sogar ein Uniformstück dazu bestellen, das für ein Kopftuch steht. Also du kannst Kopftuch tragen offiziell. Und in den Ländern ist ja auch, also die Länder sind ja auch säkular und da scheint das ja auch irgendwie zu funktionieren. Aber ich finde das wirklich nicht richtig, dass du mir unterstellst, dass ich unterstütze, dass es Nazis bei der Polizei gibt. Das habe ich also so direkt nicht gesagt. Das drehst du jetzt aber so. Das habe ich direkt gesagt. Wie hast du es gemeint? Dann stellst du noch einmal klar, was meintest du eben? Also ich meinte damit nur, dass du damit mit so einer Einstellung, indem du Menschen, die sichtbare Symbole tragen, den Zugang verwehrst und die sozusagen unsichtbar sind, nicht sagst, da muss es ein pauschales Verbot oder so geben. Aber ich bin zum Beispiel der Meinung, bei Leuten, die, was weiß ich, rechtsradikale Symboliken tätowiert haben, haben nichts im Staatsdienst zu suchen. Nichts. Die, was weiß ich, einschlägige Klamotten tragen mit irgendwie solchen Symboliken, hat nichts im Staatsdienst zu suchen. Also ich meine, wir sprechen jetzt über das Kopftuch
Und da bin ich, wie gesagt, dieser Meinung. Gleichzeitig aber auch, wenn es zum Beispiel eben um Rechtsradikale geht, bin ich auch der Meinung, und das sehen wir ja gerade in Frankfurt, dass das ein Problem ist, dass da genauer geschaut wird. Und wenn, was weiß ich, jemand mit einem Hakenkreuz-Tattoo oder so Polizist werden möchte, nein. Aber das ist für mich als gläubiger Mensch ein neutrales Kleidungsstück, wie meine Schuhe zum Beispiel. Ich würde auch nicht ohne Hose nach draußen gehen, weil das genauso Teil meiner Bedeckung ist. In Deutschland wird immer Kopftuch gesagt, aber im Koran gibt es kein Kopftuch. Da geht es nur darum, dass ich bestimmte Teile meines Körpers bedecke. Und zufälligerweise ist es in Deutschland auch Knigge, dass man nicht mit kurzen Hosen rumläuft. Also kann ich eine Hose tragen. Das hindert mich nicht daran, dass ich sichtbar zeige, dass ich Muslimin bin. Ich würde auch nicht mit kurzem Rock und ohne Strumpfhose hierher kommen, aber dass ich Kopftuch trage, schon. Ja, weil, also, dass du eine lange Hose trägst, ist halt nicht so religiös sozusagen konnotiert. Für dich? Für mich ist das neutral. Also verstehst du, was ich meine? Aber kannst du nachvollziehen, dass das in Deutschland, das Kopftuch ist politisch etwas aufgeladen und dass das für viele Menschen, die nicht mit dem Islam irgendwie eine Connection haben, dass das nicht neutral ist, dass das für die eine Bedeutung hat, dass das für die etwas transportiert? Kannst du das nachvollziehen? Und nee, Hosen tragen ja viele Leute und Kopftuch tragen aber halt tatsächlich gläubige Frauen. Juden haben doch früher auch Kopftuch getragen, teilweise. Jüdinnen tragen heute noch Kopftuch, Katholikinnen tragen heute noch Kopftuch, also gerade ältere Katholikinnen oder wenn man beispielsweise mal nach Spanien, Italien, Portugal geht, sieht man das noch viel, viel häufiger. Mhm. Aber ich sage ja nicht, Muslime dürfen keine Richterin werden, sondern ich sage Menschen mit religiösen Symbolen. Siehst du denn da auch einen Konflikt zwischen hier, auf der einen Seite will ich einen säkulären Staat, auf der anderen Seite haben wir verfassungsrechtlich garantiert Religionsfreiheit? Also stellst du dann einfach deine Vorstellung eines säkularen Staates über die Religionsfreiheit? In gewisser Weise ja, aber ich finde es wichtig, dass man das diskutiert. Da haben wir auch in unserer Instagram-Diskussion viel drüber gesprochen und ich habe Merve erklärt, dass ich halt eine gewisse Haltung zu solchen Dingen habe, aber gleichzeitig da auch noch Fragen zu haben, bei denen ich das wichtig finde, dass sie diskutiert werden. Weil gleichzeitig finde ich die Religionsfreiheit sehr, sehr wichtig und gleichzeitig finde ich es unglaublich wichtig, dass Frauen, die zum Beispiel Kopftuch tragen, empowered werden und gestärkt werden, beruflich erfolgreich zu sein. Und natürlich sehe ich diesen Clash und ich finde, diese Diskussion muss geführt werden. Und ich finde es sehr schade, dass häufig in der Kopftuchdebatte dann nur darüber diskutiert wird, ja, ist die jetzt unterdrückt, ist die nicht unterdrückt und man nicht so in die Feinheiten geht. Weil ich glaube, das würde uns gesellschaftlich auch einfach mal weiterbringen, wenn wir quasi diese Details mal diskutieren würden. Wie kann man das vielleicht, also vielleicht findet man eine abschließende Lösung. Ich würde gerne auf eine emotionalere Ebene gehen. Ich würde gerne in einem Deutschland leben irgendwann, in dem es völlig egal ist, ob die Kassiererin, die mich bedient, grüne Haare hat oder Tattoos hat oder ein Kopftuch trägt und genauso, ob die Lehrerin von meinem Kind schwarz ist oder ob sie lange Sachen hat oder kurze Sachen oder ob sie einen kurzen Rock hat oder bauchfrei trägt oder grüne Haare hat, wie auch immer. Ich möchte gerne in einer Welt leben, wo die Leute einfach für sich selber entscheiden können, wie sie leben möchten und dass ihnen dadurch nicht abgesprochen wird, dass sie trotzdem in der Lage sind, normale Fähigkeiten zu haben, die andere Menschen auch haben. Merve, wo würdest du denn im öffentlichen Dienst die Grenze ziehen? Also wir reden jetzt über das Kopftuch, da sagst du, das muss erlaubt sein, das muss möglich sein, dass eine Muslima mit Kopftuch auch im öffentlichen Dienst arbeitet. Was sagst du zum Beispiel bei einer Niqab oder bei einer Burka? Gibt es immer eine Grenze, wo du sagst, okay, das kann ich nachvollziehen, das ist jetzt too much? Ganz ehrlich, also wenn eine Frau mit Burka es geschafft hat, zum Beispiel ihr zweites Staatsexamen zu machen und Ärztin ist, dann wäre ich wirklich die letzte Person, die ihr noch die Steine auf den Weg legt und sagt, nee, von dir. Und was ist, wenn sie nach dem zweiten Staatsexamen auf die Idee kommt, sich eins überzuziehen? Ja, dann denke ich, dass sie wahrscheinlich gute Gründe dafür hat. Also es gibt keinen Punkt, wo du sagst, das ist jetzt zu viel des Guten, das möchte ich nicht in einem Richtersaal oder in einer Schule oder sonst wo sehen. Ich glaube, ich muss einen Moment darüber nachdenken. Also es ist schon eine schwierige Frage, weil bei Burka kommt halt neben diesem religiösen Aspekt ja nochmal hinzu, dass man einfach das Gesicht der Person nicht sieht und die Identität halt sozusagen dadurch völlig neu, also nicht sichtbar oder erkennbar ist. Ich finde es schwierig zu beantworten. Ich würde eher so sagen, dass diese Frage sich wahrscheinlich nicht stellt, weil jemand, der sich dazu entscheidet, Burka zu tragen, wird wahrscheinlich vom Religiositätsgrad her so
religiös sein, dass er wahrscheinlich gar kein Interesse daran hat, so einen Beruf auszuüben. Du hast das ganz geschickt, du weißt der Frage immer so ein bisschen aus. So, aber dann würdest du doch sagen, Frauen, die so religiös sind, die wollen sowas gar nicht, aber sprichst du denen das damit nicht quasi so eine gewisse Selbstbestimmung dann auch ab? Nee, also ich würde gerne mit einer Frau reden, die Burka trägt, und würde sie fragen, ob sie gerne Richterin werden wollen würde. Ich weiß zum Beispiel, aus islamischer Sicht ist es für Frauen verboten, Richterin zu sein. Weil Lehrerin, sagen wir dann. Okay, also Lehrerin, finde ich, habe ich kein Problem damit. Wenn sie einfach nur ihre Augen zeigt. Muss nicht mal sein. Nicht mal das? Okay. Also ich denke halt, why not? Dass du das anders siehst, denke ich mir. Ist klar, ja. Also das, ich finde, das ist, gerade wenn wir dann eben wieder im öffentlichen Dienst sind oder in staatlichen Gefilden, sage ich mal, was du eben auch schon angesprochen hast, dann möchte ich gerne tatsächlich auch das Gesicht meines Gegenübers sehen, was die Menschen in ihrem Privatleben machen, ob das meine Nachbarin ist oder die, weiß ich nicht, im Supermarkt vor mir steht oder so, ist eine andere Geschichte, aber in diesen Bereichen ja, also möchte ich gerne sehen, mit wem ich einfach spreche. Ich kenne Leute, die Burka tragen. Und ich muss sagen, dass es für mich im Gespräch auch manchmal unangenehm ist, wenn ich ihr Gesicht nicht erkennen kann, weil ich auch gar keine Emotionen sehe oder nicht sehen kann, wie die Person auf mich reagiert. Von daher kann ich das verstehen, wenn man das ablehnt. Also wie gesagt, ich finde das auch nicht als angenehm und ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, warum man Burka trägt. Also ich würde es selber auch nicht tragen wollen. Dass ich es nicht verbieten wollen würde, liegt einfach daran, dass ich eben, wie gesagt, auch Leute kenne, die Burka tragen. Ich möchte allgemein niemandem verbieten, irgendwas zu tun. Du sagst ja gerade, du bist auf einer emotionalen Ebene unterwegs. Auf einer praktischen auch. Ich würde nicht sagen, dass ich auf einer unpraktischen Ebene bin, aber... Aber auf einer sehr theoretischen. Halt, ja, ich bin auf einer Meta-Ebene unterwegs, ja. Weil ich finde das, was du beschreibst... Für dich ist das Prinzip sehr, wichtiger als der Alltag von Menschen. Nee, aber ich glaube, dass man gesellschaftliche Fragen, die so allumfassend sind, erstmal auf einer prinzipiellen Ebene sozusagen regeln muss und da auch auf eine Art und Weise theoretisch rangehen muss. Weil wenn wir immer von einem individuellen Einzelfall und einem emotional aufgeladenen Fall aufgehen und dann auf die Metaebene kommen, funktioniert das, glaube ich, nicht. Ich sage ja nicht, dass das für immer und ewig das Prinzip ist, was in Stein gemeißelt ist. Das, was du beschreibst, ich nenne es jetzt mal so diese gesellschaftliche Utopie, dass wir alle gleich sind und uns alle entfalten können, wie wir wollen, unterschreibe ich, fände ich total toll, weil natürlich wünsche ich mir auch als Frau, dass ich keine Diskriminierung mehr erfahre aufgrund meines Geschlechts. Ja? Dass nicht mehr irgendwie jemand zu mir kommt und sagt, Pola, du kannst aber keinen Beitrag über ein Technikthema aber machen. Aber du widersprichst du halt dir ja selbst, wenn du dann sagst, dass jemand wegen dem Kopftuch oder wegen religiösen Symbolen dann nicht rein darf. Nee, ich bin nur, glaube ich, in unterschiedlichen Schritten unterwegs. Also das, was du beschreibst, ist für mich eine Utopie, wo es schön ist, dass wir hinkommen. Aber bis dahin haben wir, und das ist mir tatsächlich einfach wichtig, ja, eine Gesellschaft und einen Staat, in dem es wichtig ist, dass Religion und der Staat einfach getrennt sind. Ein Punkt, den ich gerade ganz interessant fand, war, es betrifft ja in diesem Fall in erster Linie dann Frauen. Die müssen dann dieses Kopftuch ablegen, die sind in erster Linie betroffen davon. Hast du da einen gewissen Zwiespalt als Feministin auch, dass du quasi den Staat Frauen bevormunden lässt, was sie anzuziehen haben und was nicht? Und trotzdem kommst du aber ganz eindeutig zu dem Schluss. Ich würde nicht sagen, was sie anzuziehen haben und was nicht. Naja, du sagst ja, dass mit einem Kopftuch kann ich nicht mein Richteramt ausüben als Frau. Nee, das heißt aber nicht, dass man ich würde es andersrum sehen, welche Jobs verfügbar sind, nicht was sie anziehen können. Sie können anziehen, was sie möchten, aber dann haben sie nicht Zugang. Dann gibt mir der Staat doch vor, was ich in meinem Leben erreichen kann. Und zu allen Bereichen des öffentlichen Dienstes oder wie man es nennt. In irgendeiner Form eine Bevormundung durch den Staat. Das stimmt, wie gesagt, ich finde das wichtig, dass es eben so bestimmte Prinzipien gibt und was du dann privat machst, do whatever you like. So. Ich finde, also da bin ich in einem Zwiespalt, also auch gerade natürlich in dem Gespräch, was Merve und ich geführt haben, bin ich in einem absoluten Zwiespalt. Aber wenn das Leben einfach aber mehr so... Aber ich verstehe halt einfach die Schlüssigkeit deiner Argumentation nicht. Du sagst, wir sollen das nicht praktisch sehen. Du willst auch irgendwann zu dieser Utopie kommen, aber du willst, dass wir erstmal völlige Neutralität in öffentlichen Bereichen herstellen. Also für Beamten, Politiker und so weiter. Also in ganz viele Bereiche unseres alltäglichen Lebens, die auch mich als Kopftuchträgerin betreffen und von denen ich mich nicht irgendwie herausnehmen kann.
Und wenn ich zum Beispiel schaue auf Frauen, du sagst ja, Frauen werden auch diskriminiert. Es gibt, sag ich nicht, in manchen Bereichen, es gibt in manchen Bereichen der Berufswelt die Frauenquote. Und viele würden sagen, das ist ungerecht, weil Frauen einen bestimmten Job kriegen, weil eine Frau diesen Job kriegen muss. Und andere Menschen sagen, das ist sowas wie ein Raketenantrieb oder wie eine Leiter, um mehr Frauen in diesen Bereich zu bringen, damit wir irgendwann mal so viele, also dass es irgendwann mal egal ist, dass wir irgendwann so viele Frauen da drin haben, dass es sozusagen ausgeglichen ist und nicht mehr künstlich hergestellt werden muss. Aber wenn du künstlich Menschen ausgrenzt aus einem Bereich, die zum Beispiel Kopftuch tragen, wie willst du, das ist sozusagen die umgekehrte Frauenquote, das ist rückwärts. Das ist, wie willst du dann irgendwie erreichen, dass Menschen wie ich dahin kommen? Man könnte ja auch sagen, Journalisten können nicht neutral sein, wenn sie Kopftuch tragen, dann könnte ich auch keine Journalistin sein. Dann könnten wir keine Medien machen. Dann würden Medien über uns die ganze Zeit schreiben, würden das Meinungsbild beeinflussen. Und also ich verstehe einfach nicht, wie du... Ich finde, da mischst du wieder zwei Sachen. Zum einen, Journalismus ist explizit nichts Staatliches. Das ist dürfte explizit. Sie dann bei der ARD arbeiten, arbeiten zum Beispiel? Klar. Ja. Ich fände es ehrlich gesagt auch mal ganz gut, wenn, wenn die ARD mehr Frauen oder einfach mehr Diversität in ihren eigenen Reihen hätte, weil wir dann, glaube ich, eine deutlich bessere Berichterstattung machen könnten. Und du mischst halt wieder die Frage mit Kopftuch und mit Geschlecht. Und da muss ich sagen, auch wenn du das anders siehst, das Geschlecht sucht man sich nicht aus. Aber das Kopftuch kannst du ablegen. Ich kann verstehen, dass du sagst, nee, ich für mich kann das nicht. Aber also betrachten wir es mal rein praktisch. Ich glaube, das ist das Problem. Sozusagen. Hier haben wir eine religiöse Person und hier haben wir einen Menschen, der mit Religion nicht so viel anfangen kann. Und da ist, glaube ich, irgendwie die Stelle, wo wir nicht weiterkommen. Wir kommen zum nächsten Statement. Und das nächste Statement lautet, Frauen, die Kopftuch tragen, können keine Feministinnen sein. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr seid. Ich muss euch vertragen. Schön. Ich finde, es überhaupt nicht schlimm, wenn man sich widerspricht und wenn wir auch gegenseitig nicht nachvollziehen können, was die andere meint. Ich finde, das ist zwar manchmal emotional hart, aber ich finde, sowas tut einer Debatte gut und es wäre total langweilig, wenn wir den ganzen Tag sagen würden, ole ole, wir kann sehen ich genau alles gleich. Das schreibe ich uns sehr angenehm, wie ihr diskutiert. Ich finde es auch sehr gut, wenn Leute offen ihre Meinung sagen können und auch keine Angst haben, das in einem Raum zu sagen, auch wenn sie denken, dass es Menschen gibt, die das anders sehen. Weil ich finde, wenn Leute nur einer Meinung zustimmen, weil sie denken, es wird so von ihnen erwartet, dann stehen sie ja gar nicht dahinter und irgendwann macht es dann gar keinen Sinn mehr, weil es ja dann irgendwann umkippt, das System der Meinung. Freut mich, dass ihr den Sinn dieser Sendung entdeckt habt. Genau, wir kommen, bevor wir jetzt näher auf das Statement eingehen, würde ich einmal ganz gerne wissen, bei dir bin ich mir ziemlich sicher, dass du eine Feministin bist, ja. Du hast einen Podcast. Bezeichnest du dich selber auch als Feministin? Mal so, mal so. Mal so, mal so. Ja. Und heute? Also ich finde das, was Feminismus will, nämlich völlige Gleichberechtigung, also dass Frauen und Männer gleichwertig sind, sollte normal sein, also es sollte der Normalzustand sein. Und das versucht ja der Feminismus gerade. Es gibt aber auch Feministinnen, die andere Ziele haben. Das ist der Feminismus, den ich nicht so gut finde. Zum Beispiel? Ja, es gibt ja Feministen, die irgendwie sagen, nur eine bestimmte Art von, also ich kenne mich jetzt mit Feminismustheorie nicht aus, aber ich kenne feministische Theorien, die ich nicht unterschreiben würde. Was verstehst du denn unter Feminismus? Also sie sagt ja, es gibt verschiedene Schulen. Ich gebe jetzt offen zu, ich bin auch nicht der größte Experte, aber vielleicht kannst du uns einmal erzählen, wo du stehst und genau. Da solltest du unseren Podcast hören. Wie bitte? Da solltest eine Folge habe ich jetzt gehört, Folge 10. Sehr gut. Ja, die über Religion. Feminismus ist für mich das Bemühen und teilweise auch der Kampf darum, dass nicht nur Männer und Frauen, sondern alle Geschlechter gleichberechtigt sind und sich frei entfalten können. Das mal ist der Feminismus, den ich auch den unterschreiben kann, auf jeden Fall, ja. Und dafür würde ich mich auch einsetzen. Ich glaube, das ist auch wirklich so ein Kern des Feminismus. Das kann man ja nicht so zusammenfassen, so Feminismus ist das und das, sondern die Bandbreite ist ja unfassbar groß. Da hast du irgendwie sexpositive Feministinnen, die sich für feministische Pornos einsetzen. Kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen, weil es irgendwie nicht so meine Area. Auf der anderen Seite hast du Feministinnen,
keine Ahnung, die sich. Es gibt Feministinnen, die gegen eine Frauenquote sind. Ja, die sich, das verstehe ich zum Beispiel. Ja, nicht. Aber es gibt Feministinnen, die sich vor allem sozusagen so eher im neoliberalen Sinne für mehr Frauen sozusagen im Business und der Wirtschaft einsetzen. Mhm. Du hast Feministinnen in allen möglichen Religionen und so weiter und so fort. Und so, die gibt es alle, die lassen sich nicht über einen Kamm scheren. Und da finde ich aber auch ganz wichtig, dass man vorsichtig ist, wem man Feminismus abspricht. Weil das mag ja nicht mein Feminismus sein, aber who am I to judge? Es wird ja in der Öffentlichkeit, würdet ihr wahrscheinlich nicht abstreiten, wird das ja oft gegeneinander ausgespielt. Ne? Also Feminismus und Kopftuch, Feminismus und Islam. Warum passiert das? Also warum glaubt ihr, machen Menschen das? Weil es einfach ist. Und meine Schwester saß irgendwie vor ein paar Wochen mal zu Hause bei meinen Eltern. Ich kam zu Besuch und hatte ein Kopftuch auf einmal auf. So, und hat mich einfach eine Stunde lang auf den Arm genommen und mir jetzt erzählt, dass sie ab heute Kopftuch trägt. Und ich habe für mich so innerlich gemerkt, dass ich da keinen Bock drauf habe, dass sie einen Kopftuch trägt. Einfach nur aus der Angst, dass sie jetzt auf der Straße ständig angefeindet, angefasst etc. wird. Mhm. Kannst du das nachvollziehen? Also ist es bei dir? Ja, ich kann schon ein bisschen nachvollziehen. Man macht sich damit auch das Leben schwer. Also mir ging es ungefähr so, als meine kleine Schwester angefangen hat, Kopftuch zu tragen. Weil ich kämpfe natürlich dafür, dass ich das Recht habe, Kopftuch zu tragen. Auf der anderen Seite habe ich sie dann angeguckt und ich dachte, du bist noch so klein und du weißt nicht, was du alles erleben wirst. Und man legt sich damit so viele Steine in den Weg, Karriere, Probleme, dass man irgendwie mit Vorurteilen zu kämpfen hat, dass Leute einen einfach völlig für dumm halten oder falsch einschätzen, dass man in der Schule einfach schlechtere Noten kriegt. Aber was gibt dir die Kraft, das trotzdem zu tun? Also ich, für mich, kann das trotzdem tun. Ich mache mir halt, wie du schon sagst, ich habe mir Sorgen gemacht um meine Schwester, dass sie durch dasselbe durch muss wie ich. Und ich mache mir auch oft Sorgen um andere, die Kopftuch tragen. Also ich will nicht, dass die diskriminiert werden. Und wenn ich aber zum Beispiel auf Instagram oder so gucke oder wenn ich in die Moschee gehe, dann sehe ich so viele wirklich emanzipierte junge Frauen, jetzt egal, ob das Feministinnen sind oder nicht, aber echt coole muslimische junge Frauen, die Kopftuch tragen und die Akademikerinnen sind und studieren und trotzdem total für ihre Rechte einstehen, sich nicht von Männern unterdrücken lassen und auch sich dafür einsetzen, dass ihre eigene Religion weniger rassistisch wird, weniger homophob wird, weniger antisemitisch wird und sich echt dafür einsetzen, dass auch ihr eigener Glaube offener und besser wird. Ich bin so stolz auf diese jungen Mädchen, sag ich mal, und ich glaube, dass wir halt selber immer damit konfrontiert werden und es wirklich wollen müssen und wissen, wie es ist, unterdrückt zu werden und so weiter, bringt uns auch dazu, uns ständig zu reflektieren, unseren Glauben zu reflektieren und so zu werden. Aber ich fände es, mich beschäftigt das total, dass du gerade gesagt hast, du, ich weiß nicht, ob man sagen kann, du traust dich nicht so recht, aber du bezeichnest dich nicht immer oder nicht so selbstbewusst als Feministin, weil du halt nicht mit anderen Frauen sozusagen da, also wie mit Alice Schwarzer in einen Topf geworfen werden möchtest. Und das finde ich voll schade, weil ich so, da gehört natürlich auch dann nochmal irgendwie Kampf und Kraft dazu, weil ich finde, wir müssen das irgendwie reclaimen für uns. Wir müssen das zu unserem machen. Ich reclaime schon so ja, viel. Ja, das kann ich voll verstehen. Und das dachte ich mir auch schon, dass das quasi daran liegt. Aber trotzdem finde ich es irgendwie, macht es mich dann traurig, dass dann quasi Frauen, die eigentlich sozusagen das Mindset haben, dann sich nicht sozusagen zu dem Club so richtig dazugehörig fühlen. Und dann fände ich es irgendwie schön, wenn wir es sozusagen im aktuellen, jungen, modernen Feminismus schaffen würden, dass diese Frauen sagen, ja, ich bin dabei und ich stehe dahinter und ich bin Feministin, völlig egal, was Alice Schwarzer dazu sagt. Ehrlich gesagt, ich wäre total erleichtert und froh und bin auch, also wenn ich sehe, dann bin ich auch dankbar, dass es solche Frauen wie dich gibt. Und ich wäre wirklich glücklich, wenn ihr uns sozusagen auf der Front den Rücken frei haltet und dafür sorgt, dass Deutschland offener wird und dass wir es hier ein bisschen einfacher haben und so und an der Front kämpft, damit wir uns auf einen anderen Kampf konzentrieren können, weil ich meine, du hattest ja vorhin gesagt, du hattest dich irgendwie verraten gefühlt, als ihr vor eurem Instagram-Streit, ja, genau. Das ist ja schon ein sehr hartes Wort, ne? Weil ich halt sie sozusagen als so Schwester sehe, so Rücken an Rücken, sie boxt, ich boxe mich durch die Gesellschaft und so. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich halt zum Beispiel so andere Frauen kennenlerne, jetzt keine Ahnung von feministischen Magazinen oder so, die jetzt sehr intersektional sind, dann habe ich das Gefühl, die kämpfen für ein Deutschland, das ich mir auch wünsche und es hilft mir auch. Also wenn ich zum Beispiel auf eine Veranstaltung gehe und da ist eine Frau, die diese Sensibilität hat und wirklich gewährleistet, dass für mich vegetarisches Essen da ist, wenn ich sage, ich bin Vegetarierin oder so, bin ich so froh, dass ich nicht selber dafür kämpfen muss. Weil, wie du schon sagst, ich habe einfach andere Probleme. Und vorhin hieß es ja auch, es gibt ja auch Unterdrückung unter Muslimen und es gibt es auch. Es gibt auch Frauen, die im Islam unterdrückt werden oder unter Muslimen unterdrückt werden. Und ich finde,
also ich fände es viel besser, wenn wir genug Zeit und Energie noch hätten, in unserer eigenen Community zu arbeiten und an unseren eigenen Leuten zu arbeiten und selber an uns zu arbeiten und den Islam sozusagen ein bisschen, also das, wenn das halt sozusagen mein Projekt sein könnte. Was würdest du dir denn von Musliminnen wünschen? Also von feministischen Musliminnen, die sich auch in die Öffentlichkeit einbringen, in die Debatte? Ich würde mir mehr solche Gespräche wünschen, wie Merve und ich sie geführt haben und jetzt heute auch führen. Und ich finde es völlig okay, wenn man quasi meinen Standpunkt dazu nicht nachvollziehen kann. Aber ich fände das gut, wenn wir mehr Debatten führen könnten, die respektvoll und auf Augenhöhe sind, wo man damit d'accord ist, dass man unterschiedliche Meinungen hat, wenn es zum Beispiel ums Kopftuch geht oder ne, also öffentlicher Dienst beispielsweise jetzt, aber man trotzdem diese Debatten führt unter einem Mindset des Feminismus, dass man sagt, okay, wir sind beide für die Emanzipation von Frauen, wir sind beide für Gleichberechtigung, da haben wir jetzt unterschiedliche Standpunkte, wo können wir vielleicht einen Schritt aufeinander zumachen, wo können wir vielleicht uns ein bisschen besser verstehen und einfach mehr in ein Gespräch gehen und nicht quasi dann sagen, okay, du bist anderer Meinung und das geht nicht nur an Muslime, sondern auch an die nicht-muslimische Seite, mehr miteinander zu sprechen. Das versuchen wir auch im Podcast. Da, also hoffe ich, dass wir einen Teil dazu beitragen, quasi euch den Rücken freizuhalten und auch eben solche Frauen, ob sie jetzt Muslime sind oder orthodoxe Jüdin oder queer oder eine Behinderung haben oder wie auch immer, die abzubilden und denen quasi auch einen Raum zu geben. Dann kommen wir jetzt zum Ende. Ich bedanke mich, ich fand es sehr angenehm. Ihr habt es ja beide schon erwähnt, eine sehr angenehme Gesprächsatmosphäre. Wenn ihr halb so gut drauf seid und euch halb so gut benehmt, dann mache ich mir um die Kommentarspalte keine Sorgen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich würde auch gerne sagen, was ich mir von Muslimen wünsche. Ach so, du hast doch gerade... Ach, von Musliminnen, okay, möchtest du... Bleib dran. Ich wünsche mir, dass sich alle Musliminnen auch dafür einsetzen, dass wir untereinander uns das Leben nicht noch schwerer machen, dass wir uns gegenseitig auch so akzeptieren, wie wir leben wollen. Weil, wie du schon gesagt hast, deine Schwester zum Beispiel trägt kein Kopftuch. Ich finde es völlig okay, wenn man sich dagegen entscheidet. Es ist auch, finde ich, nicht so wichtig, wie es immer in den Debatten erscheint. Also es wird immer so mehr daraus gemacht, als es ist. Es ist letztendlich nur ein Stück Stoff und es ist auch sehr schwer und sehr hart und macht einem das Leben nicht einfach. Und ich würde mir einfach wünschen, wenn, egal ob eine Frau jetzt Kopftuch trägt oder nicht, von allen Musliminnen als sozusagen gleichwertiges Mitglied der Community betrachtet werden würde und dass dann auch nicht irgendwie alles so auseinandergefrickelt wird mit, ja, aber du trägst doch Kopftuch, dann darfst du dich auch nicht schminken oder du musst, keine Ahnung, oder dass man halt sagt, ja, ich finde Kopftuch okay, ich trage selber Kopftuch, aber Burka finde ich scheiße. Ich finde halt, ich würde mir so ein bisschen mehr Solidarität unter den Musliminnen wünschen. Die ist vielleicht auch da, aber wenn es da ist, finde ich es gut. Wenn es nicht da ist, dann daran arbeiten. Vielen Dank, dass ihr da wart. Es war ein sehr angenehmes Gespräch und jetzt seid ihr dran. Bitte kommentiert fleißig, ist ein sehr emotionales Thema, ich weiß. Aber ihr habt hier zwei super Vorbilder, wie man das zivilisiert macht. Wir sehen uns nächste Woche wieder.